Hallo und herzlich willkommen bei elektrischunterwegs.com, eurem kleinen Blog zum Thema Elektromobilität und Nachhaltigkeit. Ich bin heute mal wieder beim Seed and Greet und ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, es ist diesmal nicht zum Frühstück, sondern heute Abend ist ein Flashmob, bei dem Model 3 und Model Y-Fahrer selbstprogrammierte Lightshows, die mit dem Christmas-Update jetzt möglich sind, zeigen. Und danach wird dann abgestimmt, wessen Lightshow die beste war. Ich lasse mich überraschen, wie es wird. Ich glaube, das wird ganz witzig. Von daher würde ich euch da mitnehmen und dann geht's nach dem Intro weiter. Dann werfen wir doch jetzt mal einen Blick über den Parkplatz am Seed and Greet, was dann da jetzt schon so da ist. Unbeteiligte Zuschauer, überwiegend Elektroautos und da hinten kommt dann ein ganzer Haufen Teslas. Hier stehen 40 Supercharger, die auch sehr gut belegt sind heute Abend. Werden die Fahrzeuge jetzt umgeparkt. Weil hier ist dann der Tesla Lightshow Contest. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir hier haben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, deutlich über 20 Fahrzeuge, die nur hier auf der Seite stehen, an den Säulen, die aktuell noch nicht aktiv sind. Ja, ja, da filmt man sich gegenseitig, ich sehe das schon. Der, wie nennst du dich bei YouTube? YouTube und bei Twitch ist das H4NS. H4NS. Genau, ja, wir filmen uns gegenseitig, sieht man doch. Genau, und ich mache das Livestream-mäßig auf Twitch und auf YouTube ist quasi, ja, mehr oder weniger so halt keine YouTube-Videos oder halt auch auf meinem H4NS-Kanal. Wie viele Leute sind da jetzt? Im Chat haben wir gerade 79, also die, die jetzt zugucken, die angemeldet sind, wohlgemerkt. Es können natürlich noch wesentlich mehr zuschauen, aber ja, so ist das. Ja, ist das cool. Und du bist jetzt auch wegen der Lightshow hier? Ja, aber ich mache selber keine, ich filme. Ich lasse mich überraschen, wie es wird. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Es ist zumindest sehr ordentliche Beteiligung, muss man ja jetzt mal so sagen. Das ist echt cool. Bis später. Viel Spaß noch. Du warst das mit dem Cybertruck gibt es dann auch. Yeah.
da was? Tja. Hat er noch Batterie? Ja, Heda Augusto Lopez. Einfach mal gut. Die Freunde verzichten. Genau, das sind ja. Also ich kann. Das war schon, also das ist so ein Thank you.
Ihr könnt hier oben anpacken, auf der Rede runterhalten, dass man ganz kurz auf. Also, wie heißt du? Also, für Michael war die Nummer 2. Nummer 2, ja. Der dritte in der Reihe. Ja. Also, ist die Frage, ob die Leute noch wissen, wie sie abgestimmt okay. haben. Okay, also, das ist Michael mit einem lecker Täschchen. Applaus für die Promio. So, und genauso. Ne, die Glücksfee als Ideengeberin, lecker Täschchen spezial für den Lars. So, das lecker Täschchen ist besonders voll, deswegen spezial. Das gab es ja bis vor zwei Jahren am Ladepark der Backstube jeden Samstag für die weiteste elektrische Anreise. Seitdem wir hier sind, ist das vorbei. Die Elektromobilität ist angekommen. Wir brauchen eigentlich niemand mehr mit einem lecker Täschchen belohnen für die weiteste elektrische Anreise. Das ist überhaupt gar keine Herausforderung mehr. Aber für solche speziellen Dinge wie heute gibt es nochmal ein spezielles lecker Täschchen. Und wir finden das mega, was Tesla und Elon Musk uns zu Weihnachten rübergeschickt hat. Und deswegen wunderbar. Applaus nochmal. So, dann würde ich jetzt alle bitten, dann schreit 2, 3. Jetzt die Christmas Light Show am Seed & Greet Ladepark am Kreuz Hilden. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch einfach einen Like da, vielleicht ein Abo. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten ist auch okay, weil der YouTube-Algorithmus reagiert da auch drauf. Interaktion ist immer gerne genommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, kommt gut nach Hause, bis zum nächsten Mal.